Das ist ja der M8 Competition. So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit dem M8 Competition. Wir werden heute zu Freunden von uns fahren, nach Recklinghausen zu GmbH Design und werden fragen, was wir so an dem Wagen noch tatsächlich machen können, verändern können. Und bevor es weitergeht, vergisst nicht, das Video zu liken und nicht zu abonnieren, bevor ich komplett ausraste. Abi-Status. So. Oh. Der musste sein. Schaut euch dieses Baby an. Schaut euch dieses Baby an. Wir sind auf jeden Fall jetzt in Recklinghausen bei G&B Design. Wir werden jetzt zu dem Bruder gehen, der uns das erklären wird und uns alles hier zeigen wird. Und dann geht's auf jeden Fall weiter. Bevor es weitergeht, schaut euch den M8 Competition an und schaut euch den 8er BMW mal da drüben an. Nur so mal als Vergleich, der M850i. Also ich sag dir ehrlich, felgentechnisch, farbtechnisch, auch die Bremsen, Sportbremsen sind das. Eigentlich halt nicht so viel Unterschied, ne? Also meiner hat auf jeden Fall 625 PS. Ich meine, der hat, ich glaube, irgendwas mit 203 oder so. Nee, Spaß. Nee, ist aber ein geiles Ding, muss man sagen. Geil. Gut, dann lotsen wir mal zu den Jungs rein. So Leute, da sind wir nun zu meiner Linken. Bora. Er wird uns heute erklären, was man an dem Wagen machen kann, was wir uns vorstellen, wie wir vorgehen können. Und ich würde mal sagen, lass uns zum Auto gehen. Definitiv, lass mal gucken, was das Auto für Potenzial hat. Das ist übrigens mein Lieblingswagen. Du weißt ja, wir haben ja einige Autos, aber das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblinge. Für den würde ich alles und ich würde den in 5 Jahren nochmal kaufen. Okay. Aber ich finde, da kann man vielleicht noch was machen. Ich meine, ist schon die Oberklasse von BMW, ne? Die haben schon natürlich extrem viel rausgeholt aus dem Auto. Ja. Aber du weißt ja, du bist bei G&B und da geht immer ein bisschen mehr. Richtig, deswegen sind wir auch hier. Ich sehe, du hast auch das Carbon-Paket schon drauf. Richtig. Richtig, ne? Spiegel in Carbon, Lufteinlässe in Carbon, Flaps in Carbon, BMW. Beziehungsweise ihr habt euch bei der Bestellung nicht lumpen lassen, ne? Nein. In welche Richtung willst du gehen? Also soll's Aerodynamik, soll's Optik, Farbe, Felgen, du weißt, alles. Bei euch geht alles, ich weiß. Ja, aber du musst mir schon Grenzen setzen. Okay, pass auf. Also die Farbe Blau sollte tatsächlich bleiben, das ist auch meine Lieblingsfarbe. Okay. Da soll auf jeden Fall unser Logo irgendwo drauf kommen, weil wie gesagt, die Leute wissen das auch noch nicht. Wir sind bald mit dem Wagen weg im Ausland. Das heißt, ich will den so gestalten, dass das Logo von uns drauf ist. Okay. Mein Name als Alpenabe. Genau, ein Hingucker. Das heißt, wenn das Ding fotografiert wird, sieht man direkt, bam. Wir wissen dann Bescheid direkt, genau. Ja. Dass man das halt hier überall gekennzeichnet bekommt, irgendwie als Alpedab, DOB rennt, so halt. Okay. Ne? Aber nicht too much. Felgen, sage ich dir ehrlich, bin ich eigentlich auch zufrieden, aber vielleicht. Nee, aber wenn man an dem Sound noch vielleicht was machen kann, ich weiß nicht, auf legal halt. Es gibt ja halt Sachen, die man machen kann, ich weiß nicht, ob das hier gehen würde. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Es geht, ist aber kostenaufwendig, ne? Okay. Also das heißt, man kann natürlich einen Endtopf bearbeiten, beziehungsweise neue Endtöpfe verbauen, etc. Aber wenn natürlich mit einem E-Prüfzeichen arbeiten willst, beziehungsweise mit einem Teile Gutachten, wird es dementsprechend teuer. Ne? Also so, gerade weil es eine Oberklasse ist, günstig wird es nicht. Okay. Ne? Also das muss ich dir ja nicht sagen. Du weißt, jede Schraube, jede Halterung bei dem Auto ist teuer. Ja, man muss gucken, dass man eine goldene Mitte eventuell findet. Dass man sagt, okay, Kosten im Rahmen, aber ein bisschen Sound. Aber wenn du extrem Sound haben willst, also jetzt mal in Richtung Akrapovic oder so, ne, dann bist du aber auch schon fast fünfstellig geldlos. Boah, okay. Ne? Fünfstellig ist schon. Ja, eine Menge. Fast. Also aber wir bewegen uns dann schon in die Richtung. Aber dann bist du auch in der Champions League angekommen. Oh. Ja, da wollen wir eigentlich auch hin. Okay. Da wollen wir eigentlich auch hin. Wie gesagt, das Auto muss noch auffälliger sein, als es schon ist. Also eigentlich. Geht ja auch in die Vermietung. Der ist in der Vermietung. Der ist in der Vermietung. Drin, in der Vermietung. Genau. Richtig. Okay. Also wenn wir zurückkommen, wollen wir den natürlich auch wieder so haben wie vorher, sodass die Leute das Auto wieder mieten können. Das heißt, mein Logo und das, also der Name, der da drauf steht und so, muss dann natürlich. Okay, ja, das ist Dobrindt, ne? Einfach nur mal für 2-3 Wochen einfach mal auf Kacke hauen. Genau. Runterhauen. Okay, soll euch gegönnt sein. Wie sieht es denn aus so mit Kratzer und so? Könnt ihr das wegmachen? Weil zum Beispiel, schau mal hier, das ist aber auch schon etwas. Der ist sehr tief. Der ist sehr tief. Ja, den muss ich lackieren. Musst du lackieren? Ja, klar. Also aber das war hier schon, ich glaube, das ist schon ein bisschen mehr durchgezogen. Guck mal, der hier, den kriegst du weg. Ne? Da ist nichts, da bleibt der Fingernagel nicht hart. Ja. Aber wenn sobald der hängen bleibt, kannst du dir einfach merken, musst du auf jeden Fall lackieren. Komplette Kotflügel, ne? Ist das, also das Seitenteil hier, ne? Das heißt, guck mal, du hast noch nicht mal eine Kante. Das heißt, wir werden das Ding von hier unten, hier rüber und einmal hier hin
lackieren müssen. Also ne? Bis hierhin quasi? Ja, ungefähr. Muss ja. Alles lackieren, außer die Tür wird aber... Nee, die Tür bleibt, natürlich. Das heißt, an dem Teil ist ja nicht dran. War ja. Ein Hater dran oder ist... War ein Hater dran, ja. Ja, glaub ich, ja. Der war auch ein Jahr vermietet, muss ich sagen. Okay, war eine Langzeitmiete? War eine Langzeitmiete weg, haben wir zurückgeholt. Aber gut, dafür ist der, glaube ich, gut in Schuss, ne? Also sehr ich hab, gut. Ich habe Mietautos gesehen, die waren kürzer weg und sind anders zurückgekommen. Ja, aber auch Gott sei Dank, der Teil ist nicht so der Fall. Aber so Kratzer oder Schramm an den Felgen... Ja, das ist alles das Pillepalle, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. Genau. Das ist unser Daily Work sozusagen. Aber definitiv so, ich würde sagen, optisch ein bisschen Folierung hier, ein bisschen da, eventuell ein bisschen Flaps gucken, müssen wir mal gucken, was es so im Sortiment gibt. Ja. Und Sound, wie schon gesagt, ich versuche für dich die kostengünstigste mit dem meisten Wirkung zu erzielen, weil es bringt auch nichts, wenn du jetzt sagst, du willst für 2-3 Wochen irgendwo hin und wir bauen da jetzt eine extreme teure Auspuffanlage drunter, die aber nicht straßenzugelassen ist und dann kannst du das Ding nach 2-3 Wochen wieder runternehmen, das war, hast du nichts gewonnen. Genau. Dann hast du so eine teure Anlage bei dir im Lager rumliegen, aber im Endeffekt nicht in Deutschland fahrbar, leider. Das ist natürlich nicht so gut. Aber was würdest du zum Beispiel sagen, wenn ich sage, pass auf, da muss mein Logo drauf, mein Name drauf. Was heißt Folien dezent? Tut er ja auch, ne? Ja, was heißt denn dezent? Dezent heißt so, nicht too much, so zum Beispiel komplett oben alles und hier und da. Also das muss wirklich sein, zum Beispiel das Auto von oben wäre keine gute Idee, aber von den Seiten zum Beispiel auf der linken und auf der rechten Seite. Haube weiß ich nicht. Ich glaube, da wäre es schon zu too much, glaube ich. Also, was ich definitiv machen würde, was du jetzt so gerade ein bisschen gehypt, das ist ja immer hier dein Instagram-Hashtag. Ne? Also gerade auch, wenn du jetzt von deiner Firma machst. Gerade, ich sag mal, du stehst an der Ampel, ne? Ihr macht ja auch eben die Vermietung. Du spielst jetzt in Köln oder in Düsseldorf. Ne? Dann sieht der Kunde, okay, das Ding kann ich mieten. Ja. Ne? Also ich würde nicht sagen, mich kann man mieten, so auf ekelhaft, ne? Sondern einfach nur definitiv so klein. Wenn du ja sagst, Dobrindt, genau. Ne? Autovermieten, da weiß ja jeder schon Bescheid. Das ist eine Autovermietung, dezent, solche Sachen. Ne? Sieht halt so ein bisschen DTM-Optikmäßig aus, wenn du das hier hast. Würde ich auch drauf lassen, unabhängig davon, ob du dann irgendwann wieder zurückkommst. Ich würde das sowieso drauf lassen. Bei Vermietfahrzeugen? Nein, das wollen sie ja nicht. Das wollen sie nicht, genau. Das feiern wir auch alle. Die wissen ganz genau. Aber für dich selber, dass, wenn du jetzt sagst, ganz ehrlich, es gibt auch so Magnetembleme oder es gibt so Sachen, die kannst du einfach draufpacken. Wenn du jetzt privat mit dem Wagen unterwegs bist und du Werbung für den Wagen fahren willst, kannst du damit rumfahren. Das heißt, deine Kunden wissen dann, das können die mieten. Aber wenn du es dem Kunden dann tatsächlich vermietest, kannst du es abmachen. Okay, könnt ihr das machen? Habt ihr ja, es gibt solche Sachen, ja. Okay. Weißt ja, du, also, ich weiß, was du meinst. Finde ich immer sinnvoll, okay. Weil im Endeffekt du weißt ja, dass es ein Mietfahrzeug ist, aber du willst ja Kunden generieren. Richtig. Ne? Du willst ja Werbung dafür machen. So aber wenn die Leute dich jetzt im Auto sehen, weiß kein Mensch, dass der zur Vermietung ist. So sieht's aus, ja. Aber wenn du jetzt dezent, wenn du den fährst und da dezent deine Werbung drauf machst, und dann sagst du, man kann das Ding mieten, super. Wenn der Kunde aber tatsächlich wirklich das Auto mietet, dann muss man es nicht erkennen, dass es ein Mietfahrzeug ist. Ne? Für dich einfach, wenn das Auto auch privat unterwegs ist, ist es am wenigsten, macht so ein bisschen Werbung. Ja eben, ich bin ja auch sehr oft unterwegs. Weil wenn du nichts drauf machst, wirst du ja nie erkennen, dass es ein Mietfahrzeug ist. Für dich jetzt, dass du jetzt sagen kannst, okay, hey, Leute, ihr könnt das Ding bei mir mieten. Ja. Ja, willst du einen Schriftzug komplett rüberziehen? Willst du einen Schriftzug dezent hier, ne? Willst du so eine M-Optik haben, hier klein? Ich sag ja, was ist für dich dezent? Dezent ist halt nicht so groß zum Beispiel. Wenn umso größer da etwas drauf ist, desto... Es klaut viel vom Auto. Ne? Also wenn du jetzt daraus machst, eine Werbekiste sozusagen, dann geht ein bisschen Charme vom Auto flöten. Sag ich dir ganz ehrlich. Ne? So also dann ist das aus. Wie so ein Werbeding. Da kannst du auch einen gefühlten Anhänger mit Werbung fahren. Zum Beispiel, genau. Soll ja nicht sein. Also ja, ich würde auf jeden Fall definitiv so irgendwo an den Linien hier, zum Beispiel hier an der Linie, würde ich was reinmachen. Also dass du halt diese Führung vom Fahrzeug mitnimmst. Genau. Das wäre geil. Dass man nicht einfach nur plump einfach drauf macht, so keine Ahnung, hier Dobrindt, genau. Sondern dass man einfach eine Linie folgt. Aber da kann natürlich unser Designer mal ein bisschen was rausschmeißen. Und dann können wir das im Rahmen vom Digitaldruck. Okay. Ausdrucken und bringen das aufs Auto an. Wäre schon geil. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Können wir uns dann zusammen anschauen. Genau. Da kommen wir bestimmt auf denselben Nenner. Ja. Okay, dann zu meiner letzten Frage. Wie gesagt, viel Zeit ist da eigentlich nicht mehr. Das ist eigentlich auch schon so sozusagen wie so eine Challenge. Okay. Für diese paar Tage. Okay. Wie gesagt, am 21. Das heißt, ab Sonntag, wenn das Video hochgeladen wird, reden wir von... 9 Tagen, meine ich. 19 Tagen, ja. Sehr sportlich. Ja. Wird das bis dahin funktionieren? Kannst du da bis dahin? Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Oh, okay. Challenge angenommen, würde ich sagen. Challenge accepted. Vor dem BMW steht eine G-Klasse. Die würde ich mir auch gerne anschauen. Ja, die ist aber nicht zur Vermietung. Die ist aber nicht zur Vermietung. Warte, ich hole mal den Schlüssel. Ja, das ist ja gut. Bro, die G-Klasse steht hier. Also, ich sag dir ehrlich, der Aventador, den wir haben, der sieht aus wie Optimus Prime. Wie heißt der Gegner von Optimus Prime? Decepticons oder so? Irgendwie sowas. Das ist der Decepticon, Bruder. Der ist Endstufe, Bruder. Schau dir das mal an. Schau dir das mal an, was sie aus einer G-Klasse gemacht haben. Viel zu krass.
Kannst du uns was über das Auto ein bisschen erzählen? Ja, das ist das Vorgängermodell vom aktuellen Modell. Also der wurde bis 2018 gebaut. Das ist die letzte Baureihe. Ja. Wir haben dem Ding unser eigenes Bodykit verbaut. Also es ist ein Breitbau, den nennen wir halt so G-Boss sozusagen. G-Boss-Umbau. Okay. Ne, du siehst ja komplett, der ist komplett verbreitert. Normalerweise Serie ist die Breite, also das haben wir noch angebaut. Ja. Die Türen haben wir verbreitert. Ne, wir haben einen Unterschweller angebaut sozusagen. Wir haben einen Heckspoiler, einen Dachspoiler hier vorne. Ja. Ja, wir haben mit Carbon gearbeitet, ne, 24 Zöller verbaut. 24 Motorhaube, der ist in schwarz-matt. Der war in, wir haben ihn mal in gelb lackiert, in, wie heißt das, Solarbeam-Gelb, das ist das Gelb vom AMG GTS. Okay. Und dann haben wir den jetzt in schwarz-matt foliert, mit Schwarzglanz-Akzenten, also sozusagen ein bisschen mit Kontrast gearbeitet. Ah, hier steht es auch, ne? Guck mal hier. G-Boss. So sieht der nämlich auch aus. Das ist eine gelungene Transformation, würde ich sagen. Und sind dann hingegangen, haben natürlich dann auch vom neuen Modell sozusagen die Leuchten eingebaut. Immer von ganz dem neueren? Ja, ganz markant, immer siehst du hier an diesem Ring. Ja. Ihr habt ja den neuen stehen. Den neuen haben wir, genau. Genau, und deswegen wirst du das an den Leuchten erkennen. Leuchten. Nur der Durchmesser vom alten ist ein bisschen kleiner. Daran, also ein Kenner erkennt sofort, dass es das alte Modell ist. Okay. Aber als Laie wird es schon schwierig. Ne? Aber wir haben nicht nur außen gearbeitet, sondern wir haben auch innen. Von innen wurde auch gearbeitet. Wir haben gesattelt, wir haben mit Carbon gearbeitet, haben wir bei uns Carbon veredelt im Haus. Wir haben das Facelift-Lenkrad eingebaut, Sternenhimmel reingebaut. Sternenhimmel, das ist Endstufe. Ich glaube, mehr geht doch gar nicht, oder? Muss man wirken lassen. Ne? Also auf Fotos, Videos ist immer schwierig, so ein Auto darzustellen. Aber wenn du siehst, merkst du erst, wie massiv das Auto ist. Ne? Muss man sagen, sehr, sehr geil. Bei dem Auto halten wir uns zurück. Aber würdest du sagen, also du sagst ja eigentlich, ist das maximal schon, weil das ein Competition ist. Genau. Und die wirklich schon viel daraus gemacht haben. Aber hattest du oder hattet ihr schon M8 Competition hier, wo ihr gesagt habt, boah, wir haben den jetzt so umgestaltet, dass das gar nicht mehr erkennbar ist? Ich muss sagen, du kennst uns, wir sind sehr Mercedes-lastig. Ja, ne? Ja, das also, stimmt auch. Genau. Wir sind relativ wenig BMW unterwegs. Aber wie schon gesagt, ich hatte mich mit dem Auto mal auseinandergesetzt. Ich wollte für das Auto Anbauteile machen. Okay. Ne? Das heißt, ich wollte nochmal eine Lippe machen. Okay. Ja, ich finde zum Beispiel sowas auch, ne? Diese Plastiklippe hier. Ne? Ja. Ich wollte hier auf jeden Fall eine kleinere Lippe ansetzen. Das heißt, das Auto wirkt dann dadurch nochmal sportlicher, dynamischer, einen Tacken tiefer. Ne? Und dann hier unter den Schweller ein Schweller-Schwert setzen sozusagen. Ja. Ja. Also sozusagen, das nennt man Unterschweller. Okay. Der Heckspoiler ist ja wirklich schön gelungen. Du siehst ja, der ist ja schön geschwungen, hier abgesetzt. Ne? Ja. Und dann eben hier nochmal Flaps, die dann so hochgehen etc. Dass einfach nochmal ein bisschen mehr Dynamik reinkommt ins Auto. Ne? Aber ansonsten ist, wie schon gesagt, schwer bei dem Auto. Schwierig, ja. Weil du kannst nur dezent nochmal nacharbeiten. Aber ansonsten musst du das komplette Ding eigentlich, das komplette Design ändern. Und du kaufst ja ein M8, damit du das Design nicht änderst. Ja, das stimmt auch wieder. Ne? Aber wie du schon sagst, so dezente, kleine Sachen, so die dynamischen Sachen, wenn du die einbaust, also wie gesagt, so kleine Sachen machen auch halt viel aus. Ne? Eigentlich ist das Auto, wie gesagt, deswegen ist es auch mein Lieblingsauto. Also ich sag mal so, es ist zu 98% fertig und du arbeitest dann wirklich an 2-3%, wo du dann sagst, da hole ich noch mal ein bisschen mehr raus. Ich meine aber, diese Kleinigkeiten, die machen am Ende des Tages dann auch natürlich auch viel aus. Richtig. Ne? Also, weil du sagst, also ich nehme mal so ein Beispiel, du nimmst einfach eine Frau, die guckt sich das Auto an, guckt sich das andere Auto an. Die kann dir nicht sagen, was anders ist, aber die kann dir sagen, dass was anders ist. Ja. Aber die kann dir nicht sagen, ob es jetzt eine Lippe ist, ob es ein Schweller ist, aber die guckt sich die Autos an, sagst aber irgendwas stimmt dir nicht, das sind nicht die baugleichen Autos. Und das dann weißt du auf jeden Fall, du hast einen Unterschied gesetzt. Ja. Statement. Dann würde ich sagen, Challenge angenommen für die 9 Tage. Und wie gesagt, Leute, wir sind hier bei G&B Design rund um Bodykits. Du kannst Folierung, Lackierung, Felgen, Carbon, also Sternenhimmel, rund ums Auto ist alles möglich. Alles, was das Herz begehrt, hier in Recklinghausen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in 9 Tagen wieder mit dem M8 Competition und mit dem Bora. Und ich danke dir, Albert, für den Besuch. Und danke dir für die Challenge. Und bis dahin, wir sehen uns.